Wie in vielen heiligen Schriften finden wir auch in der Bibel Worte des Trostes und der Hilfe. Und in Gedanken bei den Tibetern lese ich euch heute den Psalm 142 in der Luther-Übersetzung aus der Bibel. Hilferuf in schwererer Bedrängnis. Eine Unterweisung Davids, als er in der Höhle war, ein Gebet. Ich schreie zum Herrn mit meiner Stimme. Ich flehe zum Herrn mit meiner Stimme. Ich schütte meine Klage vor ihm aus und zeige an vor ihm meine Not. Wenn mein Geist in Ängsten ist, so nimmst du dich meiner an. Sie legen mir Schlingen auf dem Weg, den ich gehe. Schau zur Rechten und sieh, da will niemand mich kennen. Ich kann nicht entfliehen, niemand nimmt sich meiner an. Herr, zu dir schreie ich und sage, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Höre auf meine Klage, denn ich werde sehr geplagt. Errette mich von meinen Verfolgern, denn sie sind mir zu mächtig. Führe mich aus dem Kerker, dass ich preise deinen Namen. Die Gerechten werden sich zu mir sammeln, wenn du mir wohltust. Fried Tibet, Tashi Delek.